Okay. Ich habe also gerade aufgehört mit der letzten Aufnahme und habe die konvertiert und dachte so, jetzt willst du erstmal was anderes machen, weil es wieder so kacke gelaufen ist. Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich will das jetzt schaffen. Weil, ich weiß nicht, so bin ich halt. Stur und nicht gerade schlau. So wie ihr mich kennt und zumindest ab und zu nicht ganz hasst. Und bla, ihr macht wieder ein Feuer. Ich glaube nämlich, das mit dem Feuer funktioniert schon, aber erst, wenn man schon die Gefangenen bei sich hat. Das heißt, dann muss ich nicht mehr aus so vielen Gegnern hinter den Weg freikämpfen auch noch. Okay, da haben wir das Feuer. Und ich habe die. Das Ding ist, ich bin. Ich hab noch mal ein bisschen rumgelesen, was andere Leute so gemacht haben. Ich bin so mit in der schwierigsten Situation, die man haben kann, weil die Sache ist, dass der Gefangene, den ich befreien soll, auch noch im Krieg ist mit unserer Nation, mit den Nords. Und das Ding ist, dass deswegen halt auch diese, ja, dass ich da praktisch erstmal mich reinschleichen muss überhaupt. Das heißt, ich bin da dann halt auch nur mit schlechtester Ausrüstung drin, mit einem Mantel und einem Stock. Und dann sind das halt auch noch High-End-Gegner mit Plattenrüstung und krassen Schwertern. Gut, wir haben es geschafft, uns reinzuschleichen schon mal. Und ja, wir machen das. Ich habe genau, und ich habe jetzt, habe ich das jetzt gesagt? Nee, ich habe den Schwierigkeitsgrad jetzt halt mal runtergestellt und hoffe einfach, dass wir es irgendwie schaffen, den Sack umzuhauen. Aus irgendeinem Grund gehen wir nochmal kurz rein und sprechen mit denen. Ich weiß auch nicht, ich will jetzt einfach diese Reihenfolge einhalten. Bla bla, ja. Und genau, das ist die einzige Hoffnung eigentlich, die wir haben. Den Typ umzuhauen. Ich hoffe, wir haben dann automatisch den Schlüssel. Dann gehen wir wieder rein, befreien die Leute und ja, dann müssen wir uns irgendwie noch freikämpfen. Ich weiß gar nicht, wo wir denn hin müssen. Ich hoffe, zum Tor nur. Okay. Na komm schon. Das sind schon wieder zu viele. Da kann das so einfach sein, wie es. Nein! So fucking knapp. Gott. Ja, keine Ahnung. Wenn ich euch nur das Letzte zeige, dann kann ich behaupten, ich weiß nicht, jetzt war es erst einer. Aber wahrscheinlich wären es ja 50 Fehlschläge und ich kann dann behaupten, es wäre nur einer noch gewesen, dann hätte ich es geschafft. Cool, oder? Ah, okay. Versuch Nummer X387. Ah. Wir kommen alle auf einmal. Und ich habe einen Pfeil in den Kopf bekommen. Großartig, großartig. Nächster Versuch. Yay. Ein Schluck Tee. Ja, diesmal bin ich ziemlich sicher, dass es klappt. Weil,
Es muss einfach. Großartig. Großartig. Diesmal hat es noch nicht mal geklappt, in die Stadt zu kommen. Wir werden direkt sterben. Yoda, stopp! Ah. Na komm, gib mir ein Schild, na immerhin. Ich will auch, ja. Ich kann nicht glauben, dass es auch nur so aussieht, als würde ich das schaffen. Aber jetzt sind auch irgendwie bei der Gelegenheit gerade viel schwächere Feinde. Okay, kann ich jetzt einfach hier rausgehen? Nö. Muss ich alle besiegen? Hi. Okay. Okay. Großartig. Ach so, okay, und jetzt bin ich drin. Okay. Diesmal schaffen wir es bestimmt. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Okay. Oh Gott, wie kriege ich das hin? Bla, bla, bla. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Ist mir so egal. Ja, immerhin. Komm, gib mir irgendwas. Kein Schwert. Komm. Ja, gib mir ein Schild, gib mir bitte ein Schild. Oh nein, bitte, bitte keinen Pfeil im Rücken oder so. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Oh Gott, ihr Ficker. Niemals. Okay, komm her. Oh Gott, bitte nicht. Nein. Nein, nein. Okay. Wo nochmal die Gefängnistür? Rein da. Okay, wir machen das. Hier, irgendwelche Leute haben gesagt, ich soll mehr Elan zeigen beim Let's Play. Das ist Elan. Das ist mein Elan. Nervosität und Angst. Okay. Er greift eine Waffe und steht mir zur Seite. Ja, König Gravith nehmen wir auch mit. Auch wenn wir den vielleicht einfach als Gefangenen behalten und hoffen, um ein Lösegeld zu bekommen. Aber ihr helft mir gefälligst beide. Okay, und ich sollte jetzt draußen wieder meine normalen Waffen haben. Und mit ein bisschen Glück sind auch gar keine Gegner da, weil wir dieses Feuer gelegt haben. Irgendwie zweifle ich's. Okay. Hallo? Geh nach. Infanterie. Ja, und bleibt halt hier stehen. Das ist mir echt wurscht. Müssen wir zum Tor oder was? Oder wie funktioniert das jetzt? Okay, so nicht. Verlassen jetzt nicht möglich. Ähm.
wenn das jetzt hier alles, scheitert das jetzt hier an einem Bug, weil dann Tür zur Burg. Okay, was geht hier ab? Ist hier irgendwo ein einzelner Gegner oder so, den ich noch umbringen muss gerade? Das ist das Einzige, was ich mir gerade vorstellen kann. Ah, ein Gegner. Sehr gut. Hi. Hätte ich die ganze Zeit einfach meine normalen Waffen gehabt, wäre es so einfach gewesen. Cool. So cool. Wir haben es geschafft. Ah, meine Güte. Auf dem Land? Okay. Vielleicht auch ein Besetzungsfehler, ich weiß es nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Wir haben diese Mission, ey. Okay. Wo ist Jarl Farn? Jetzt möchte ich auch gerne meine Belohnung haben für diese verdammte Mission. Ups, sorry. Wo bin ich? Ah ja. Ja, ich möchte eine Belohnung haben. Jetzt, sofort. Oh Mann. Das war anstrengend. Oh ja. Ich hatte erwähnt, dass ich irgendwann mal meinen Schwierigkeitsgrad extra dafür runtergedreht hatte. Ich mache den mal wieder hoch. Weil, ja. Warte, Spielerschaden hatte ich auf, glaube ich, auf leicht und Schaden normal und Kampf-KI auf gut. Ja, Spielerschaden ist auf, ist halbiert, reduziert auf, ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin irgendwie zu oft gestorben für meinen Geschmack. Wo laufe ich eigentlich hin? Mann, konzentriere dich mal. Gut, Sargoth. Jemand zu Hause? Nö, niemand zu Hause. Wie viel hat er gesagt, bekommen wir dafür? 2000 oder so? War nicht schlecht, die Belohnung, wenn ich mich recht erinnere. Aber nichts ist diesen Aufwand wert, ey. Lord Farn war es, ne? Ja, ja, ja. Jarl Farn. Da. Bei Jek. Okay. Ah. Das ist nah. Das freut mich. Oh Mann, gerade ein Kreuzzug im Gange, wa? Wieder nicht übersetzt. 2000 Kohle, wir sind gelevelt, Borja ist gelevelt, nicht schlecht. Okay.
Groovey. Ich glaube, wir leveln noch kurz und dann beende ich das Video, weil ich nicht weiß, wie das, keine Ahnung, wie lang der Teil davor ist. Also, ja, keine Ahnung, das Hin und Her mit dem blöden Gefängnisausbruch. Intelligenz machen wir mal. Oder? Nee, ich glaube, Stärke. Anführerschaft noch mehr braucht man, glaube ich, eigentlich gerade nicht. Ein paar mehr Hitpoints bringt auch nicht so viel. Schild. Ja, egal, Schild. Keine Ahnung. Oh nein, nein, nein. Oh, ich depp. Egal. Und Borcha, du hast auch gelevelt. Und was haben wir mit dir nochmal gemacht? Wegfindung warst du, genau. Wegfindung und Aufklärung. Und Spurensuche. Ja. Und das ist alles Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Deswegen Intelligenz. Nee. Ach fuck, Wegfindung ist noch. Braucht man noch mehr Intelligenz. Dann machen wir halt Aufklärung und Spurensuche. Und Schwertkram. Und Armbrust? Was benutzt denn der überhaupt? Oh Gott, wie blöd bin ich eigentlich? Habe ich es echt so gemacht? Borcha steht die ganze Zeit in der Infanterie nur mit Schwert, noch nicht mal eine Fernkampfwaffe. Jesus. Das war eine Zeitverschwendung für ihn. Und damit auch für mich. Großartig. Okay, wir haben unsere Mission erfüllt und ich weiß nicht. Fragen einfach wieder irgendeinen von den Nords. Wir wollen uns da beliebt machen. Ah, Gefangene. Oh nein. Okay, das geht. 4 swadische Fußsoldaten. Teilweise muss man da irgendwelche Elite-Einheiten ranzüchten. Das ist nicht so einfach, aber ich glaube, das ist machbar. Und dafür kriegen wir auch normalerweise ziemlich viel Zeit. Okay, aber ich beende jetzt mal das Video. Dieser Gefangenenausbruch hat mich völlig ausgelaugt. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.